Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzig Folge. Und heute haben wir einen Wunsch vom guten Jack Torrance. Und zwar Dark Castle auf den Mega Drive. Ich habe ja schon so einiges von dem Spiel gehört. Es war ja auch, glaube ich, mal beim Angry Video Game Nerd dran. Ich bin mir da gerade aber nicht so hundertprozentig sicher. Aber als ich mir die Game FAQ User Bewertung angesehen habe, mit, ich glaube, 1,5 Sternen, dachte ich mir, eieieiei. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich eine extreme Gurke. Vorweg, wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, ab in den Kommentare damit. Es sollte sich einfach um irgendwelche schlechten Spiele zu einem der normalen gängigen 8- und 16-Bit-Systeme sein. Ich gucke mir das alles gerne mal nach und nach an und bin dafür Wünsche und Anregungen immer interessiert. Nur vorweg, meine Liste ist schon relativ lang, das heißt, seid nicht traurig, wenn ihr nicht sofort drankommen solltet. Ich entscheide das meistens so ein bisschen nach guter Laune, sage ich mal. Ne? Und heute hatte ich Bock auf Mega Drive. Und gut, der Protagonist, nehme ich mal an, ist das da unten, guckt sich gerade sehr aufgeregt um. Ich schätze mal, das werden hier so Level Select Screen sein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, fangen wir mal hier ganz rechts an. Ich kann nur in die Mitte gehen, ich habe jetzt mal nur Tasten gedrückt. Oh. Okay. Okay, die Grafik. Müssen wir nicht viel drüber reden, glaube ich. Das hätte, glaube ich, jetzt abgesehen von den Farben her auch ein NES-Spiel sein können. Das NES hatte, glaube ich, nicht so viele Farben hier irgendwie verfügbar. Ich gucke mal, was die Tasten machen. Okay, hier springen wir. Das ist so ein Prince of Persia-Style Hochspringen. Dann haben wir hier eine Waffe. Haben wir hier eine Waffe? Nein. Die Federmaus hat mich doch noch gar nicht berührt. Hä? Okay, wir können irgendwas werfen als Waffe. Und zwar nur. Okay. Wir haben eine Waffe. Also, Bundesjugendspiele, erinnert ihr euch wahrscheinlich dran. Ich muss sagen, im Sport war ich jetzt nie der übergroße Hit. Aber auch da gab es ja Werfen, ne? Ich habe diesen Ball genommen, Anlauf, geworfen. Das ging bei mir noch einigermaßen. Ich war auch da nicht gut, aber es ging einigermaßen. Aber ich glaube, jedes Kind, was durch die Bundesjugendspiele gerasselt ist, ohne irgendwelche Sachen, kann besser werfen als der. Das geht ja wirklich. Oder ist das irgendeine Welt mit einer Gravitation von 10 oder sowas? Also Springen bin ich ja immer sehr Fan von, ist sehr hakelig, ne? Ist so Prince of Persia Style. Ihr springt und springt dann gleich ein Feld weiter. Ich könnte das jetzt nicht so wie bei Mario irgendwie steuern und sowas, ne, dass ihr da irgendwie landen könnt, wo ich ja eher von Fan bin, aber wenn es halt vernünftig umgesetzt ist, ist es eigentlich auch okay. Theoretisch, okay. Das war schon easy. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe es mal dahin. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das alles auswählen soll. Oh. Was ist das für ein Sound? Wie hebe ich das auf? Ich will das hier aufheben. Das ist doch ein Gegenstand. Hier ist werfen. Oh, ich kann auch nach unten werfen. Ach, das sind Rocks. Okay. Da ist doch hier was zum Aufsammeln. Wie hebe ich das? Wie habe ich das denn jetzt aufgehoben? Ich kann den Arm so ausrichten und so werfe ich dann. Seht ihr das? Wenn ich jetzt hier den. Ich meine, bester Soundeffekt ever natürlich. Okay, den Kerkermeister seiner Unterhose kann ich anscheinend nicht treffen. Aber jetzt bin ich da. Ach, seht ihr das? Ne? So im Uhrzeigersinn muss man denn
Anvisieren. Okay. Guck dir das mal an. Das sieht irgendwie. Ich meine, okay, gut. Und wie spielen mecker ich rum, dass man nicht nach oben werfen kann? Geh diese blöde Treppe hoch. So. Aber das ist ja. So, guckt euch das an. Mitten in der Ratte. Ich habe das Gefühl, ich kann euch vom Spiel nicht sehr viel zeigen, weil ich unwiderruflich immer hier in diesen Kerker hier. In diesen Kerker lande. Und da rauszukommen, wie ihr seht, ist halt nicht geil. Das. Also, ich kann so viel sagen, okay, zur Grundidee, den Wurf so auszurichten, ne? Und dann, dass man verschiedene Richtungen macht. Das ist erstmal schon mal ein cooles Feature, dass man in verschiedene Richtungen werfen kann. Problem ist, wenn ihr Pro Protector spielt oder ähnliches, haben sie es ja nicht umsonst so gemacht, dass man dann halt die Richtung auf dem Gamepad drückt plus schießen und er schießt automatisch dahin und nicht erst wie so ein Panzer mit seinem Schießrohr. mit seiner Kanone. Ah, Panda und seine super Begriffe heute, ne? wo man erst so langsam hinfahren muss. Alter, da ist einer, wenn die Steine werfe ich da. Da brauche ich doch nicht irgendwie stundenlang zum Anvisieren. So, also, versuche ich mal hier hinzugehen. Mal gucken, was uns da erwartet. So, das ist das die Space Invaders für ganz Arme oder was? Nee. Bam. Das ist ja wirklich Space Invaders für Arme. Was für ein Rotz soll das denn sein? Das musst du hier schnell abwerfen, oder was? Geht das überhaupt schnell genug hin? Ach, ich dachte, ich wäre tot. Ich hab's gar nicht gecheckt, dass ich gar nicht tot bin. Fällt der da gerade über diese Vase hier? Ist der da? Nein. Ist der da über die Vase geflogen? Diese kleine Vase. Ist der da? Und das ist easy, ne? Spielmodus easy. Versuchst du auch den einen letzten Raum? Ich glaube, hier den ganz links, den habe ich noch nicht, ne? Die Musik, die mag ja sehr atmosphärisch sein, aber sie geht mir auch da schon auf den Piss, muss ich sagen. Überraschend, bei dem tollen Spiel. Okay, das scheint hier zu gehen. Gucken hier, wenn ausrichtend, so. Okay, das ist hier immer. Okay, hier stolpert er aber nicht über diese Vase. Das Problem ist halt, dass sich diese Fledermäuse schneller bewegen, als ich mich ausrichten kann, ne? Und natürlich kann ich auf der Treppe nicht irgendwie schießen, interagieren. Das macht ja jedes gute Spiel so, ne? Man kann auf einer scheiß Treppe nicht interagieren. Die blöden Gegner respawnen immer, wie man sieht. Jetzt komme ich da gar nicht runter, oder? Warum? Warum bin ich da jetzt die Treppe runtergefallen? Also. Nein! Ist das ein Zombie mit einer Pistole in einem eindeutig mittelalterlichen Setting? Was? Wie soll ich jetzt hier vorbeikommen?
So, Panzer, zack. Fledermaus erwischt, aus Versehen. Leute, nee. Ich kann mir das nicht länger antun. Also, wenn es wirklich seit langer Zeit einen würdigen Kandidaten für diese Serie gegeben hat, seit Wochen, Monaten, dann ist es Dark Castle. Alter Verwalter. Tut's euch bitte nicht an. Aber ich habe schon gesehen, dass ja manche so ein bisschen die Spiele nachspielen, die ich hier spiele. Sagt nicht, dass ihr euch nicht gewarnt hätte. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.